So. Und die haben dann irgendwie 100.000 Abonnenten. Und völlig kostenlos. Oh, ich fahre die ganze Zeit hier mit Koordinaten. Also auf dem Stream läuft jetzt gerade. Ja, ich hab ihn jetzt wieder hier eingemischt. Vierten Kanal. Ju. Okay. Schön. Ist auch keine Musik. Ist aber auch mal schön, zwischendurch keine Musik zu haben. Eine Stunde lang keine Musik im Stream. Ist aber auch mal laufen, schön, keine laufen Musik uns die zu Zuschauer haben. Weg. Ja, ist klar. Die laufen eher wegen deinen Donnerstagswitzen weg. Oh, wir könnten ja mal ein Foto von dir veröffentlichen, dann laufen die sowieso alle weg. Wir können auch ein Foto von dir veröffentlichen. Nee, dann laufen die nicht nur weg, dann rennen die. Ja, zu uns hin. Nee, weg. Hast du jetzt bis 125? Boah, ist das hinten schon? Hab ich doch gesagt, da wo die Fackel ist, da hinten. Genau da ist 125. Wunderbar, dann müssen wir dann noch Kerzen gerade nach oben. Wie hoch machen wir den Tunnel? Wie weit ist der denn hier? Okay, der ist auf der Höhe hier. Boah, dann brauchen wir jetzt Stone, ne? Muss das noch alles weg hier? Oh wei. Ja, das muss ja gemacht werden. Du hast gesagt, du willst einen Tunnel haben, also bauen wir jetzt hier einen Tunnel. Das ist irgendwie die einzige Beschäftigung, der wir mal nachgehen, Tunnel bauen. Ja. Weil ich irgendwie alles untertunnelt haben will. Ja, ist ja auch das Coolste eigentlich, Tunnel. Schon. So. Wenn man dann alles so schön mit Schienen abfahren kann, so mit dem Minecart. Vor allem stell dir mal vor, wir machen eine riesige Welt und dann fährst du erstmal eine halbe Stunde mit dem Minecart. So wie der Special, was du damals mal gemacht hast für Erbencraft. Mhm. Ja, wo ich da von A nach B gefahren bin, wo diese ganz lange Schiene noch da war. Ja, wo du irgendwie 5 Minuten von dem Special nur im Minecart gehockt hast. Genau. Boah, ist das lange her, ey. Nee, aber hätte was. Jahre? Wir müssen hier sowieso mal ein bisschen mehr von der Welt erkunden. Wir haben hier irgendwie. Sind wir hier so festgefressen auf diesen einen Ort? Ja, das Problem ist allerdings, die Welt erkunden ist doof. Was ist, wenn jetzt dann mal wieder ein Update kommt und dann wird wieder hier World Generator irgendwas geändert und dann darfst du noch weiterlaufen? Ja, das ist doch ein Bullshit, ey. Nein, das ist Minecraft. Ja, ich sag ja. Das waren meine Worte. Was hast du denn da eigentlich für den Boden genommen? Holz? Wir machen den Tunnel so, wie er da hinten ist, ne? Ja, ja, schon klar. Deswegen habe ich ja gerade gefragt. Oh, Wasser! Hä? Das ist nur der eine. Oh, nicht schlecht. Ja, das ist das, was von der Decke tropfte. Hm, nur der eine. Der eine. Der eine und sonst keine. Ja, dann hol ich mal hier den Boden alles raus hier. Wenn ich es kann. Apropos Boden, ne? Ich habe ja bei mir in meinem Haus, unten in meinem Keller, auf KubeCon, ist ja ein riesen Keller. Der ist ja irgendwie, keine Ahnung. Der ist ja 500 mal größer als das Haus, weil ich oben drauf gestellt habe oder so. Da habe ich den ganzen Keller, boah, da habe ich bestimmt 3 Tage lang, habe ich den ganzen Keller umgebaut. Auf vollautomatisiertes Sortieren oder was? Erstens das und zweitens habe ich mir gedacht, boah, das sieht so scheiße aus mit diesem Stone an den Rändern und so. Und dann habe ich die ganzen Wände ausgetauscht. Mit Stone. Boah, mit Sandstone. Da war ich tagelang zugange. Das war eine stumpfe Arbeit. Aber ich war so schlau und hab den Bergbauer, glaube ich, genommen. Oder Minenarbeiter, glaube ich, genommen als Beruf. Und dann für alles, was du abbaust, kriegst du Geld. Mann, das war geil. Hab ich nachher so viel Geld gehabt. Tjo. So. Soll ich da schon mal nach oben graben? Die Wände sind da aus Stone, sehr schön. Ich würde nachher den Durchmesser größer machen. Also nicht nur 3 Blöcke, weil wenn das nach oben gehen soll, weißt du? So außenrum. Ja gut, man kann's ja hinten dann größer werden lassen. Ja eben, darauf wollte ich hinaus. Wenn es hochgeht. Genau, hier würde ich den Umfang größer machen. Ja, bis dahin machen wir noch 3 Blöcke und dann werden wir da hinten größer. Genau. Machen wir breiter. Damit Annie da durchpasst. Ich wollte gerade sagen, eigentlich sollten wir Annie anrufen.
Komm mal, können wir prüfen, ob er passt. Ja, passt du da durch? Ich hol mal eben Stone und mal gucken, ob von dem Holz noch was da ist. Der war übrigens auch letztens im TS. Der ist ab und zu mal im TS. Ja, ja, der ist öfters eigentlich so im TS. Und dann dachte ich, wo ist denn eigentlich Niklas, fragt er. Ich dachte so, ja, da hat sich irgendwie was geändert, sag ich ja. Was, fragt er. Was ist denn mit dem los? Hat sich das dann angeguckt und hat erstmal einen halben Lachkrampf gekriegt, wie er sich das angeguckt hat. Das war schön. Und nein, wir haben keins von dem Holz mehr, dann weiß ich ja, was ich zu tun habe. Siehste, jetzt sind wir bei dem Thema. Ja, aber ich habe vorhin das andere ja Holz vorhin, verbraten. Der Herr meinte ja vorhin Holz verbrennen. Klappe, ja, 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 geht dich vergraben. Ich habe keine Webcam, ich kann mich nicht vergraben. Dann schicke ich dir eine, damit du dich vergraben kannst. Schick mir lieber DayZ Game Key. Hast du mitgekriegt? Die Leute möchten gerne, dass wir DayZ spielen. DayZ ist schwul. Nur weil du es noch nie gespielt hast, du Pflaume. Ich hab's. Ne, wir haben WarZ gespielt. Ja, WarZ ist wirklich kacke. Das ist ein Fick. Bleh. Da wollten wir ja. Wir wollten ja mal. Wir waren ja am Überlegen. Wir wollten ja WarZ uns eigentlich gekauft haben und dann ein Let's Play davon machen. So ein LPT und so für euch. Und dann haben wir WarZ gespielt, haben eine halbe Stunde gespielt und haben in der halben Stunde sofort beschlossen, dass wir dann doch kein Let's Play davon machen. Das ist so stinklangweilig gewesen. Ich weiß nicht. Also es gibt ja Leute, die stehen da irgendwie voll drauf auf das Spiel, aber ich kann das nicht irgendwie, nee. Das war katastrophal halt langweilig. Weißt du, bei DayZ ist das ja so, du musst wirklich versuchen, vernünftig zu überleben. Und da ist das mit PvP und so, ist ja da nicht so. Also ist schon, aber geht hauptsächlich darum, in der Gruppe unterwegs zu sein und dann vernünftig zu überleben und so. Ach, die Bäume dann, wachsen jetzt nicht direkt mit Knochenmehl, sondern bilden erst so komische Sternchen und wachsen dann irgendwie irgendwann. Ja, ja, da haben sie was geändert. Und muss dann halt, wie gesagt, so die ganzen Lebensmittel finden und so, damit du auch überleben kannst, weil du ja auch Hunger hast in dem Spiel und so. Hast ja bei WarZ alles nicht. Bei WarZ ist ja stumpf Hirn abschalten und einfach nur andere Spieler jagen und töten. Das ist bleh. Außerdem ist die Grafik auch nicht so atemberaubend gewesen. Aber die Grafik von WarZ ist so grottenschlecht. Ja, ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen, aber ja. Ja, aber ihr kennt mich, ich bin ein direkter Mensch. Wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich das. Huch. Und WarZ gefällt mir nicht. WarZ ist bleh. Sieht scheiße aus, Spiel ist scheiße, alles scheiße. Deine Ellie. Errungenschaft, dreimal auf Holz geklappt. Oh, endlich schon wieder. Ich ja immer wieder Minecraft, immer wieder neu installiere. So, und ich fange jetzt mal an, hier alles zu verstonen. Du bist mir auch so stoned. Nee, stoned bin ich noch nicht, aber ich fange hier an zu verstonen. Ach so. Das ist wie verwachsen. Eingewachsene Zehennägel. Genauso in etwa. Zumindest genauso angenehm. Jo. Dieses Zustone hier. Und die Decke auch. Und boah. Also wir könnten ja auch mal die Schaltzentrale mal so. Boah, ey, was mache ich denn hier? Die Schaltzentrale. Hallo? Die Schaltzentrale ein bisschen umbauen, dass wir vom Haus aus die Farm und alles steuern können. Und dann machen wir noch ein Transportsystem mit Wasser. Dann wird alles, was von der Farm kommt, wird dann bis zum Lager transportiert. Das wäre geil. Jo. Machen wir dann schön mit Schienen und mit Hoppern und so. Wäre nicht ganz so schlecht. Mit alles rüber transportiert. Schon wieder falsch gebaut hier. Mit alles rüber transportiert. Boah, ich habe ja geile Ideen, was man alles machen könnte. Boah, aber dann sind wir wochenlang zugange. Ja. Kann ich dir jetzt schon versprechen. Dann müssen wir böse umbauen. Aber da habe ich Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Wenn ihr Vorschläge habt, wie wir das machen könnten mit dem Transportsystem und so, dann immer her damit. Ballert's in die Kommentare. Nee, also ich habe ja eine geile Idee, aber ich weiß halt nicht, ob das... Boah, weißt du was, ich spare jetzt da die Steine aus. Ich bin ja so ein Cheater. Da muss ja keiner, sieht ja eh keiner. So, Holz, 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 Holz. Wird schon wieder dunkel? Nee, oder?
wird alles, was hinten an der Farm abgebaut wird, wird dann erstmal unten in eine Kiste gepackt und dann mit Hoppern wird das dann in Minecarts übertragen und diese Minecarts, die mit denen kannst du dann auf Knopfdruck, kommen die dann rübergefahren und bringen alles. Weißt du, was wir dann erstmal machen? Weißt du, was wir dann, machen? Nee, was denn? Wir bauen dann in Timbuktu ein Erdelager. Also irgendwo weit, weit, weit weg, wo keine Ahnung, wie viele Kisten drin sind mit Erde. Wo der dann, keine Ahnung, wenn du das Minecart wegschickst, wo der dann eine halbe Stunde in die Gegend kutschiert und die Erde irgendwo ablädt. Das Problem ist allerdings, wenn er zu weit weg ist, warum mache ich denn hier unten hin? Hier soll doch Holz hin. Oh. Ey, der Cheater, dann macht der Time-Cheat. Die ganze Zeit mache ich das schon. Wenn es zu weit weg ist? Wenn er zu weit weg ist, dann lädt er die Chunks nicht und dann funktioniert das nicht. Das ist natürlich blöd. Aber wir können es auf jeden Fall mal weg vom Lager fahren lassen. Ne, weil der muss ja die Chunks laden. Das ist das Problem. Wir können ja die Erde irgendwie im Berg noch, keine Ahnung, so ein Minilager einrichten, wo die ganze Erde reinkommt. Wobei, das Problem mit den Chunks, das ist ja demnächst wohl auch Geschichte, weil Mojang, die wollen ja einen World Anchor einführen. Also einen Weltanker. Dass man dann da so ein Weltanker hinstellen kann und diese Chunks, wo dieser Anker drin steht, die bleiben dann geladen. Also quasi genau dieser Weltanker, den es bei Dinges gibt, bei Tacket. Aha. Genau so was wollen die auch einführen hier für Minecraft, also direkt offiziell. Muss ich zugeben, ist eine geile Idee. Dann könnte das funktionieren mit dem, was du davor hast, mit den Erdelager am Arsch der Welt. Ja, das wäre gar nicht so schlecht, weil dann haben wir nicht die. Und wenn wir Erde brauchen, rufen wir die ab, weißt du? Ja, Problem ist dann allerdings, muss man wieder rumsehen, wenn da zu weit weg ist, dann wartest du erstmal eine halbe Stunde, bis die Sachen da sind. Das ist doch egal, wir haben halt immer eine Doppelkiste vorrätig und wenn man mal braucht, dann kann man das ja früh genug ordern, weißt du? Ja, ja. Drück mal schon mal auf den Knopf, wir brauchen nächste Woche Erde. Genau so in etwa. Drück mal schon mal auf den Knopf, das muss bis von Timbuktu noch hierher karren. So, hast du Holz? Ja, ich habe kein Knochenmehl mehr, so ein Kack. Aber ja, ich hab Holz. Kein Kack. So, und ich gehe mal zurück. Ich hole mal hier noch ein bisschen Lag. Ach, ich bin auch gar nicht mehr im Aufnehmen, sehe ich gerade. Der hat bei mir die Aufnahme gerade abgebrochen. Also, keine Ahnung, ob der die jetzt gerade abgebrochen hat. Also, Freunde, ja, ihr seht ja jetzt kein Bild mehr links unten. Also, ist mir nicht aufgefallen. Tut mir leid. Ich hoffe, das war nicht schon auf KubeCon. Keine Ahnung. Ist ja auch egal, wir machen alle mal Fehler. Aber dann ist halt mal kein. Oh, ich bleib am Mikro hängen. Das ist halt mal kein Tora-Bild da. Ja, passiert. Passiert, gibt Schlimmeres. Ich könnte ja jetzt wieder Aufnahme starten, aber dann haben wir da ein Problem, dann müssen wir wieder rausfinden, hier, wieder wo gucken. Startet genau. Und bla und. Nee, Hauptsache Audioaufnahme ist da, ihr hört mich quatschen. Boah, ich hab aber auch Lecks jetzt hier, ne? Vielleicht hat er mittlerweile eine Textdatei wieder gefunden. Oh, könnte ich eigentlich mal gucken. Man sieht ja sowieso keiner jetzt, was bei mir auf dem Bild passiert. Eben. Die Suche nach gelöschten Dateien ist abgeschlossen. Und? Er hat gefunden. Keine Ahnung. Nix. HTML irgendwas. Super. Dokumente, PDF, RTF. Das sind TXT-Dateien. Wo sind die denn? Anwendungen hat er gefunden. X-Shell. Oh Gott. Was? Also Freunde, wenn ihr mal so eine Software... Er hat sogar MP3-Dateien und WAV-Dateien wiederhergestellt. Gott. Ja, aber die Textdateien nicht, ne? Und Bilder hat er wiederhergestellt. PNGs. Ich weiß zwar nicht, was für PNGs, aber irgendwas hat er wiederhergestellt. Bestimmt mal irgendwas, was auch noch auf der Festplatte drauf war. Weil ist ja eine gebrauchte, du erinnerst dich, das ist hier diese, die wir für Videodateien, die nur der schicken, gekauft haben. Ach ja, stimmt. Ja, aber die wurde komplett gecleant. Bist du sicher? Jo. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal irgendwelche Shockwave-Videos auf der Festplatte hatte. Und da hat er welche hergestellt. Vielleicht Flash-Videos. Von Ustream oder von Twitch. Das sind doch keine Shockwave, das sind Flash. Nicht. Das sind FLV-Dateien. Sicher? Ja.